Moin, ich bin heute bei einer neuen Forellenanlage und zwar bei Fischen bei Krischen in Heusdorf nordöstlich von Hamburg. Neben mir steht jetzt Christian Detjens, der neue Betreiber von Fischen bei Krischen. Genau, in Heusdorf. Moin, moin. Christian, du machst das jetzt seit 3 Wochen, seit 1.6.2024. Genau. Ja. Bin bisher 20 Jahre Forellenangler und auch, naja, ich angle auch andere Fische, aber ja. Jetzt habe ich so quasi mein Hobby zum Beruf gemacht und bin seit 1.6. stolzer Betreiber dieser Anlage. Ja, genau. Jetzt müssen noch ganz viele Angler kommen. Ja. Fische sind schon im Wasser. Ja. Kommt noch Tätigfläche dazu. Ja, kommt. Für jeden Angler setzen wir natürlich entsprechend viel Fisch ein. Ja, natürlich, klar, genau. Gerade eben, muss man ganz klar sagen, gerade zu Anfang, die Forellenseebetreiber hauen natürlich immer ein bisschen mehr rein, damit dann auch was gefangen wird, damit alle Leute mit einem guten Gefühl nach Hause gehen und am nächsten Tag wiederkommen. Ne? Daneben machst du hier auch noch einen kleinen Fischladen. Genau. Das ist also nicht nur eine Angelteichanlage, die wir hier haben. Wir haben eben einen kleinen Fischladen dabei. Da gibt es eigentlich schon seit eh und je gibt es Räucherfisch, frische Forellen, das heißt, die schlachte ich dann hier für die Kunden. Ja. Räucherfische, naja, im Moment habe ich zum Beispiel gerade Aale, ich habe Lachsforellen. Und Fischbrötchen. Ja, die habe ich auch noch. Und zwar richtig geile Fischbrötchen. Ja, genau. Die habe ich tatsächlich mit einem sehr guten Freund von mir, der hat sogar mal einen Stern erkocht. Mit dem habe ich mal die Rezepte vor einigen Wochen bei mir zu Hause alle so entwickelt, dass ich sie als Nicht-Koch hier so richtig gut nachmachen kann. Ja. Bis jetzt muss ich sagen, kommen die Fischbrötchen so gut an, dass ganz viele Nicht-Angler hier jeden Tag vorbeikommen und möchten unbedingt Fischbrötchen haben. Er auch. Wisst ihr, was ich mir jetzt gerade aus dem Fischladen geholt habe? Roggenbrötchen, Räuchermatjes mit Kapern, roten Zwiebeln, Hausfrauensoße und hier vorne ein bisschen Feldsalat. Und das sieht so gut aus, das brauche ich jetzt. Super. Ja, das ist ja genau. Das ist ja auch eine Sache. Ich habe gesehen, Aale, du hast Karpfen auch zum Beispiel. Genau, das mache ich mal so als Highlight, also nicht jeden Tag. Aber jetzt habe ich gerade einen geräucherten Stürmer dabei. Ich habe mal einen geräucherten Karpfen dabei. Ich möchte sogar auch Fische, die hier nicht unbedingt schwimmen können oder wahrscheinlich nicht. Ja. Makrelen, Heilbutt, sowas mal mit reinnehmen. Einfach so, um mal ein Highlight am Wochenende zu bieten, um Bismarck auch was anderes zu haben. Habe ich gesehen, Räucherbismarck hattest du. Genau, also auch Bismarck wird es irgendwie mal geben. Einfach um so ein bisschen Abwechslung reinzubringen. Ne? Ja, genau. Was ich super, super lecker fand, war ein geräucherter Karpfen. Also hatte ich vorher noch nicht gegessen, ist große Klasse. Kennen auch viele übrigens gar nicht, weil viele verbinden Karpfen mal so einen moderigen Geschmack, weil der meistens so in Blau gemacht wird. Astrein. Aber tatsächlich, dieser Karpfen so geräuchert, hat mit dem Karpfen eigentlich nichts mehr zu tun. Das ist 50% ist das, kann man sagen, geräucherter Speck oder Schinken. Ja. Und die andere Hälfte könnte man sagen, ist Heilbutt. Ja, also ist ein Traum. Super, wirklich ein Traum. Und also war wirklich große Klasse, genau. Ja, kommen wir zu den Teichen. Ja. Das ist der kleine Teich? Genau, das ist Teich 1, so nennen wir ihn im Moment. Ja. Wenn die Forellensaison so im September beginnt, dann werde ich ihn wahrscheinlich umtaufen in Porti-Teich. Ja. Im Moment besetze ich in unseren Teichen insgesamt immer das Gleiche. Das werde ich aber dann unterscheiden, dass es in diesem Teich dann Forellen gibt. Allerdings immer rotfleischig, muss ich dazu sagen. Also genau, ich setze, es gibt nur rotfleischige Forellen, keine weißfleischigen. Da wird es Lachsforellen geben, immer so 500 bis 700 Gramm, die so richtig gut in den Räucherofen reinpassen. In dem Teich, genau. Ja. Und dazu aber auch ein paar goldene, denn wir Angler wollen immer goldene Forellen haben. Genau. Vor allem die Ricarda. Genau. Das werde ich so in diesem Teich besetzen. Ja. In dem anderen, im Moment ist auch Stör drin, genau. Ja. Es kommen auch in 14 Tagen, 3 Wochen ungefähr, werden wir auch Welse besetzen. Ja. Ist ja auch, wie wir alle wissen, total leckerer Fisch. Ja, kampfstark, macht Spaß an der Rute. Ja. Also kommt auf jeden Fall auch rein. Genau. Und aus dem anderen Teich, zu dem wir gleich nochmal gehen, da möchtest du eigentlich eine Art Lachsforellenteich machen. Genau, den werde ich wahrscheinlich dann Exotenteich nennen. Ja. Da kann dann der Angler Forellen angeln, also wie gesagt, erst ab Saison, ab September ungefähr. Da gibt es dann, was ich, Lachsforellen auch mal mit 3-4 Kilo. Da gibt es dann aber auch so Sonderlinge wie Tigerforellen, Saiblinge, Bachforellen, eben was man gerade so gut bekommt. Genau. Aber einfach so, das ist dann so der Erlebnisteich und das hier ist der, wo jeder das bekommt, was er erwartet zu bekommen. Okay.
Dann gehen wir gleich auch mal rüber und gucken uns das mal an. Klar. Vielleicht noch eben hier zum Teich 1. Mhm. Größe, hast du da was im Kopf? Also ist ungefähr von der Fläche so 460, 470 Quadratmeter groß. Ja. Erst im vorderen Bereich, naja, so 1,60, 1,70. Ja. Und so die Länge hier sind ja bestimmt 40 Meter oder sowas. Ja, mindestens. Jetzt, ist eher noch Tick mehr. Ja, genau. Und die Breite hier vorne ja auch. Aber also auch 35 oder sowas. Ja, genau. Ja, also das, der ist ja fast oval, kann man bald schon sagen. Ja, er wird in der Mitte ein bisschen flacher, dann geht er auf 1,50 runter, ganz hinten ist er ganz flach. Tatsächlich in den letzten 3 Wochen, seitdem ich hier bin, fangen die Angler sich dumm und dämlich ganz hinten in der Ecke, wo es am flachsten ist. Dann holen die alle zweistellig gerade raus. Ja. Das ist im Winter nicht so, das ist immer hier vorne eigentlich eher so der Hotspot. Ja, genau. Aber gut, das ist halt so die Jahreszeit jetzt. Wie tief ist der Teich? Wie gesagt, er ist hier vorne ist er etwa 1,60, 1,70. Ja. Mitte ungefähr dann 1,50 runter und geht hinten so auf einen Meter. Ja, gut, okay. Und dann, also was ich im Augenblick, ich habe jetzt gestern zum Beispiel auch hier gefischt, was sich auf jeden Fall lohnt, auch mal zu gucken, ist, wo ist Schatten, gerade wenn wir so eine Sonne haben wie im Augenblick, wie steht der Wind und solche Sachen. Also die üblichen Sachen lohnt sich auch bei einem Teich in dieser Größe wirklich zu gucken. Die Fische sind nicht alle gleichmäßig verteilt, sondern die stehen dann auch mal in der einen Ecke oder in der anderen Ecke. Das ist Ecke. Sogar total nach Tageszeit. Ja. Wenn du morgens hier kommst, dann kannst du auch hier vorne wahrscheinlich gut Fische fangen, wenn die Sonne rumkommt. Ja, dann gehst du mehr nach hinten, wo sich der Schatten bildet und dann fängst du da ein bisschen mehr. Genau. Aber das ist halt, das verteilt sich dann, ne? Ja. Hat jeder Angler seinen Fisch. Genau. Nachtangeln bietet ihr zurzeit noch nicht an? Nein, ich plane so ein bisschen was, zumindest am Teich 2, wo wir gleich hingehen, dass man sagt, man kann in Gruppen kommen. Also das heißt, einer ist quasi der Verantwortliche, der mir Rede und Antwort stehen muss, wenn da irgendwann morgens was nicht in Ordnung ist. Aber der ist halt für die anderen eben verantwortlich. Ne? Genau. Aber das ist noch in Planung. Ja, okay. Dann ist noch in Planung ein Mietteich, den man sich komplett mieten kann. Ja. Da gehen wir gleich auch nochmal hin. Und was ich wirklich positiv, wirklich angenehm positiv als Überraschung empfand, war eine vernünftige Toilette. Ja. Das muss ich als Angler auch sagen. Ich bin mal so viel Anlagen unterwegs gewesen in meinem Leben. Und bei den meisten hast du dann irgendwie so ein Dixie-Klo. Ja. Und ganz ehrlich, da gehe ich nicht pinkeln. Dann warte ich bis abends. Ja. Und hier hast du wirklich eine frisch neu gemachte Toilette, die ist ein Jahr alt. Wirklich mit einem Pissoir für die Männer, mit einem Sitzklo für die Damen. Ordentliches Waschbecken, ordentlich gefliest alles. Also wirklich ordentlich. Und ich würde auch alle immer bitten, das wirklich so ordentlich zu halten. Und dass wir alle uns darüber freuen, dass da so eine schöne Toilette ist. Dazu muss man vielleicht auch noch mal sagen, es sind noch einige Sachen in Arbeit sozusagen. Also es wird noch Baumschnittarbeiten, sehen wir jetzt gerade im Hintergrund, ist jemand am Schneiden. Hier vorne kommt noch ein Dach drüber, damit man sich da auch mal hinsetzen kann. Genau, die Firmenschilder müssen noch ran. Also das ist alles in Arbeit. Ich bin quasi über Nacht zum Teichbetreiber geworden. Ja. Und das ist natürlich, mein Tag hat auch irgendwie nur 24 Stunden. Ich bin jetzt mal schon 18 Stunden hier. Ja, genau. Also ich bin dabei, es wird alles und jeden Tag wird es schöner. Und es ist schon viel, viel schöner geworden. Ja. Auch dank Peter und Gabi, das heißt, das ist der Sohn und die Schwiegertochter von der Hertha. Die haben hier in den letzten anderthalb Jahren wirklich ganz, ganz viel Arbeit reingesteckt. Die haben das alles schön angelegt, dass das wirklich alles mit Blumenbeeten ist. Ja. Dass hier so eine Steinwelle sind und so weiter. Also da haben die wirklich eine Menge Arbeit geleistet. Vielen Dank dafür übrigens an dieser Stelle. Gruß geht raus, lieber Peter, lieber Gabi. So, dann gehen wir jetzt mal zum Teich 2. Ja, komm her. Auf geht's. Christian, du willst nicht Christian genannt werden. Ungern. Weil in meiner Kindheit war das grundsätzlich so, wenn meine Kinder, hatte ich noch keine, meine Eltern zu mir gesagt haben, Christian, da habe ich Ohren angelegt und dachte, verdammt, irgendwas wieder verkehrt gemacht. Deswegen, eigentlich nenne ich meine Eltern zum Beispiel Chris, gute Freunde von mir nämlich Christian, deswegen mein Grafikerfreund Marius, Gruß geht raus, nennt mich Christian, deswegen hat er das Logo gemacht. Okay. Chrischi ist okay, wie ihr möchtet. Ja, okay. Wir stehen jetzt hier vor dem Teich 2. Das soll praktisch Lachsforellenteich werden. Genau, also quasi Lachsforellenteich, Exotenteich, Großforellen, Eventteich könnte man auch sagen. Ja. Hier würde ich ganz gerne auch UL-Events machen, wo man dann mal einen Sonderbesatz reinhaut. Aber im Allgemeinen sind hier dann größere Fische drin als in dem ersten Teich. Ja.
Aber eben auch besondere, ne? Ja. Diese Seite hier, wo wir jetzt gerade stehen, die kann befischt werden. Die genau. Stirnseite oben kann befischt werden. Richtig. Die Stirnseite kann nicht befischt genau, werden. Genau, und die andere lange Seite auch die nicht. Die andere lange Seite auch nicht. Genau, genau. Sonst kommt man sich ins Gehege nachher. Das würde nur Tüdel geben. Das genau. will hier keiner. Ja, genau. Ja. Der Teich ist insgesamt tiefer. Der ist tiefer, der ist auch wesentlich größer. Der hat eine Länge von 112 Metern und eine Breite ja. von ungefähr 23. Ja. Das sind fast 2.500 Quadratmeter. Also der ist fünfmal so groß wie der andere ungefähr. Ja, 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 er ist auch tiefer, er ist durchgängig, ungefähr 1,80 Meter bis zu 2 Meter. Also ja. hast hier keine Krautbildung, ist eine angenehme Tiefe. Ja. Das Wasser wird nicht zu schnell warm. Also genau. passt. Ja. Ich bin heute Morgen hier gewesen am Teich und habe auf Stör gefischt. Die ja. sind also auch drin. Hm. Da habe ich ja mehrere Störe gefangen. Schön an der Kante, ne? Das ist nicht so weit rein. Genau, ich habe die so als, als Bonusbesatz, kann man sagen, habe ich die mit reingelegt. Ja. Das ist nicht, dass dem Angler da quasi nur Forelle flöten geht, weil ich dann Störe reingepackt habe. Also ich habe wirklich die Störe extra besetzt, da hat kein Angler was für bezahlt. Ja. Das ist einfach nur, weil ich weiß, dass ihr alle Lust darauf habt, einen Stör zu fangen, habe ich einfach mal in die Teiche eine ganze Menge reingeworfen. Und ja, die sind schöne große Störe, kann man nicht anders sagen. Und ich freue mich schon drauf, die dann zu filetieren und davon Störschaschlik zu machen. Es ist einfach super leckere Angelegenheit. Oder räuchern, klar. Oder räuchern, ja genau, kann man auch. Die Forellen standen heute Morgen vor allen Dingen auch auf der gegenüberliegenden Seite. Ja. Da war ein bisschen schattiger, also die Sonne geht da auf und geht dann so rum. Und die Forellen standen halt sehr im Schatten heute Morgen. Genau. Es ist ja so, dass wir meistens haben wir Südwestwind. Ja. Das heißt, dass der Wind entlang des Teiches drückt, aber tendenziell eher drüben auf die Seite, wo nicht gefischt werden kann. Ja. Sie halten sich also sowieso ganz gerne da auf, dann bildet natürlich der ganze Bewuchs eine wahnsinnige Schattenbildung, also die können sich da gut verstecken. Ne? Deswegen, wenn man mutig genug ist, wirft man möglichst dicht da dran und dann hat Hast man ganz ja gute gesehen Chancen. Heute Morgen. Habe ich gesehen. Ja. Hat ja funktioniert. Genau. Also bei 23 Meter kann man das ja noch ganz gut dann auch kontrollieren. Ja. Ja, also ja. Das ist ja kein Problem. Also, und es ist auch nicht so, dass die Fische nur auf der gegenüberliegenden Seite gebissen haben, sondern die haben eigentlich überall gebissen. Ja. Man musste nur so die Tiefe finden, eigentlich, in der sie waren. Wie gesagt, und es sollen halt dann auch demnächst größere Forellen drin sein. Ja. Jetzt kommen wir ja nun erstmal so in die heiße Phase dieses Jahres. Das heißt, das Wasser wird natürlich auch irgendwann zu warm, um Forellen zu besetzen. Ja. Ihr habt aber einen Brunnen und pumpt kaltes Wasser dazu. Ja, natürlich. Ja. Wir haben, also genau, wir haben einen Brunnen. Also wir kühlen das Wasser schon, soweit es geht, halt runter. Aber irgendwann kommst du halt, dann gehen die Sonne noch nicht mehr gegen an. Dann ist es für eine Forelle einfach zu warm, dann beißen die einfach auch nicht mehr. Ja. Aber gut, dann freut der Angler sich halt drauf, wenn er hier einen Wels fangen kann oder einen Stör. Ja. Wer weiß, was ich da noch so einsetzen möchte. Genau. Ich gucke einfach mal. Ja, gut. Lasst euch mal überraschen. Genau. Hier stehen wir jetzt noch was Besonderem, eurem Mietteich. Das soll ein Mietteich werden. Ja. Also geplant ist zum 1. September, dass ich diesen Teich auch noch dazu bekomme als dritten Teich. Ja. Der wird vorher dann nochmal ausgebaggert, da werden die Ufer nochmal befestigt. Es wird auch das ganze Kraut, was wir jetzt gleich wahrscheinlich nochmal sehen werden, alles entfernt. Hier vorne ist noch ein Busch, der noch ein bisschen im Weg ist. Aber hier können dann Gruppen, so mal für vielleicht bis zu 10, maximal 12 Personen, können den Teich mieten. Können sich selber den Besatz aussuchen. Ich mache das da rein, was ihr haben möchtet. Wenn es Großforellen sein sollen, dann die, sonst Porties oder was auch immer. Also dann habt ihr hier hinten wirklich ein bisschen abseits von den anderen Anglern auf dem Ladengeschäft, habt ihr hier einen richtig schönen Tag. Also das ist eine feine Angelegenheit. Wie findet man dich? Facebook? Ja. Insta? Ja. TikTok und so, da hast du noch nicht? Hat mein Sohn mir eingerichtet. Ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. Okay. Aber ich werde mich da mal reinfummeln. Ja, genau. Kriegt man hin. Webseite habe ich natürlich. Und eine Website, genau. Und der Google-Eintrag ist auch im Werden. Also in Kürze auf allen Kanälen. Genau. Ich würde mal empfehlen, es lohnt sich auf jeden Fall, bei Facebook Follower zu werden, weil man da einfach dann auch Informationen, zum Beispiel ab sofort ist der Mietteich zu vermieten oder sonst irgendwie sowas, dass man diese ganzen Informationen einfach mitbekommt. Und ihr postet auch regelmäßig Fänge. Also klar, Fänge, Besatz, was gibt es vielleicht gerade mit Besonderes oder haben wir irgendwo von besonders viel bekommen? Ja. Aktuelles, irgendwo auch natürlich den Fischladen, also auch was da eben gerade so passiert, was es Neues gibt. Ja, einfach so alles, was euch irgendwie interessieren könnte, was diese Anlage angeht. Genau.
Also deswegen lohnt sich gerade Facebook total. Es wird natürlich auch nochmal eine gründliche Vorstellung geben auf meiner Website www.mikesbigcrowds.de. Da gibt es, wird es dann, das mache ich irgendwie nächste, übernächste Woche fertig, gibt eine komplette Seite geben mit der Verlinkung zu eurer Website und ja, mit der Verlinkung zum Video beziehungsweise zu den, auch zu den anderen Videos, die es dann bei YouTube gibt. Bei YouTube wird es jetzt neben diesem Vorstellungsvideo auch nochmal Videos geben, wie wir hier Fische fangen. Genau, ja, vielleicht sogar separat Forelle oder dann Stör. Ja, genau. Oder die Störe. Ja, und, ja. Also, ja, ich würde sagen, schaut euch die Anlage an. Lohnt sich auf jeden Fall. Das ist eine super schöne, sehr, sehr saubere Anlage. Gefällt mir sehr gut. Und ich würde mich darüber freuen, euch hier mal zu sehen. Und wie gesagt, guckt euch das an bei Facebook, guckt euch das an auf der Website. Vielen Dank fürs Zuschauen. Gebt mir ein Like, gebt mir ein Abo und bis zum nächsten Donnerstag wünsche ich euch jede Menge dicke Fische. Bis dann. Bis bald. Ciao.